Die Klasse 6E aus Halle fliegt nach Boston in Amerika. Auf dem Weg vom Flughafen zur Unterkunft entkam ihr Bus nur knapp einen Unfall. Als sie an der Unterkunft ankamen, wurden sie freundlich in Empfang genommen. Am nächsten Tag fahren sie mit dem Bus ins Celtics Stadion. Als sie dort ankamen, begann das Spiel der Celtics gegen die Mavs. Es war ein spannendes Spiel. Im letzten Viertel stand es 98 zu 100 für die Mavs. Ray Allen nimmt den Dreier und er trifft. Vor Begeisterung über den Sieg der Celtics stürmten die Fans die Spielfläche.